Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Me in the Country Life. Zwar, jo, in der letzten Folge oder letzte Aufnahmesession war ich nicht da, da hat der Herr Kollege für mich aufgenommen, wie ihr bestimmt mitbekommen habt, jo, da habe ich einen kleinen Zwischenfall gehabt und so weiter. Und jo, der Herr Kollege, Dings, war nicht da, wo ich jetzt am Hof bin, daher, lassen wir kurz einmal, der Ludwig, ist jetzt nicht da, und jo, jetzt werde ich einmal schauen, was der Herr Kollege so gemacht hat. Ah, da hat er ein bisschen ein Werkzeug noch gekauft, und jo, da hat er das, da steht der Ladewagen, da ist Zeta und Mehberg, ja. So, dann schauen wir mal, was auf den Feldern so abgeht. Ich glaube, da müssen wir noch düngen oder so. Gedüngt nix, dann müssen wir da mal düngen. Schnappen wir uns einmal den schönen John Deere 6930 und dann fahren wir mal los. Natürlich schön Fenster auf. Hoppala. So, da ist Kalk. Das ist Dünger. Ja, da müssen wir entladen. Wo hat denn der denn? Irgendwo habe ich ja den Frontlader gesehen. Wo hat er denn den hingetan? Ah, da vor mir steht. Ist da die Gabel dran? Ah, da ist die. So, dann werden wir dran. Hä? Ah, so. So, jetzt haben wir angekuppelt. Jetzt werden wir zurückfahren. Werden wir uns da mal die ganzen Dings schnappen. Und da ein bisschen auf die Seite fahren. Ich glaube, wir brauchen noch mal Gewicht auf der Hinterachse. So, jetzt geht es besser. Dann werden wir da drin den Dünger ausholen. Okay. Ja, auf jeden Fall. Das ruckelt halt irgendwie, oder guck mir das nur so vor.
Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Die sieht nichts da. So. So, dann stellen wir das Gewicht wieder da her. Dann schnappen wir uns den Herrn Kollegen da. Das ist sogar. Wieso hat man den? Oh Mann, warum hat man 3000 Liter Dünger am Hof? Jetzt muss ich noch zum Händler fahren. Ich brauche hier Dünger. Ei, ei, ei. Sorry, Leute. So, jetzt gerade. Ich brauche hier Dünger. Das wird nicht genug sein, aber naja, fangen wir mal an. Ah ja, ach du. Ups. Hallo. Servus. Kann ich dir behilflich sein? Was hast denn du da aufgehört? Ja, da war ein Praktikant am Fahren. Und hat das Lenkrad Nein. Dann gab es eine Verfolgungsjagd. Ah. Und weil er rückwärts gefahren ist, sind wir ausgewichen. Und wir haben Vordergang eingerichtet und seitlich rein. Soll ich da helfen? Und der MAN hat gesagt, müde. Jetzt sind Frontlader da. Ja, warte, ich bin gleich wieder da. Ich weiß nicht, ob es so gut ist mit Pflegeführer. Ah, passt schon. Funktioniert immer. Motor ausmachen.
Fotos gemacht. Ich muss mal kurz den Händler anrufen. Wind ist. Hast du keine Palettengabe oder was? Ja, aber die hat sich selbstständig gemacht, die ist im Boden verschwunden. Ach, ich verstehe. Ah, ja. Dankeschön. Bitte gerne. Jetzt muss ich nur noch irgendwie schauen, damit ich meine Palettengabe wieder kriege. So, jetzt haben wir den Herrn Kollegen auch geholfen. Ja? Wo liegt denn die? Ah, ja, ne? Die ja nicht mehr? Oder schau mal, ob sie hinter einem Ding ist. Ja, warte mal. Ah, gefunden! Ja, da müssen wir sie jetzt zurücksetzen. Na, vielleicht kann man es ja irgendwie. Hast du noch dein Frontlader dran? Ja. Na, das ist viel zu hoch, da komme ich nicht auf. Achtung! Ja, also so ist es. Ja, das mit also, die Paletten. Ordnung ist auch gut, ne? Ja, die Paletten hat der Herr Kollege da, der. Hergestellt. Okay. Die muss ich noch alle entfernen. Oder halt runter einarbeiten. Aber jetzt muss ich erst einmal zum Händler. Aber schön Hof haben sie auf jeden Fall. Ja. Danke. Der Händler kommt wahrscheinlich jetzt halt hier hin, um den MN abzuwerben. Ah, dann warte ich eben dann. Was das? Ja. Jo. Dann schauen wir uns. Achso, ich muss noch eine. Am Mundschutz habe ich nicht. Na, aber ich bin doch nicht so. Der Schwade ist auch schön. Mhm. Ja, gut, ne? Das ist nicht im Motor. Och, was gucken da?
Ich hab doch gesagt, dass der... dass du mir hilfst. Ach Gott, Alter. Hallo, packen Sie vielleicht den Motorsack weg? Was gut. Eieiei, das wird nichts. So, meine Lieben. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst so gern ein Abo und ein Like da. Schaut gerne zu einer weiteren Folge wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao.